Guten Morgen, liebe Sorgen, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Super Mario. The Origami King. Ne, Paper Mario. The Origami King. Ich fand diesen Raum suspicious und irgendwie ist das nicht. Stehe ich nicht, aber okay. Ja, dann guck mal, wo wir hinkommen. Na, wie gefällt euch Castle Knick soweit? Findet ihr euren Aufenthalt zu langweilig? Ich kann geholfen werden. Ich werde dem umgehend Abhilfe schaffen. Ha. Ach du Jemine. Hat mir jetzt nicht so weh getan, aber okay. Gefallen tut es mir trotzdem nicht. Lass mal, Alter. Daneben. Ich mache einfach alles tot. Ich werde seine Festung komplett zerstören. Boom. Hast jetzt davon, Penner. Ah, da ist noch einer, okay. Hab ich gerade gewundert, wo der andere ist. Wait. Wait. Die Rätsel werden echt knackig auf einmal. Ja, das funktioniert ja nicht, ne? Oh, wait, das funktioniert ja auch nicht. Was basically bedeutet, da darf ja nur einer dazwischen sein. Das heißt, einer von denen ist sowieso schon falsch. Hä? Wait. Hä? Ich bin doch gar nicht fertig, Alter! Ich muss erst mal kurz drüber nachdenken. Ja, gegen andere. Flaulablub. Okay. Moment. Also es ist auf jeden Fall egal, wie es macht, so viel Abstand. Die sind alle zwei Felder voneinander entfernt. Aber die beiden Zielfiguren sind nicht dort. Die beiden Zielfiguren können aber auch nicht auf die andere Seite geholt werden, weil da sind es immer noch zu viele. Also dann sind es zu viele Felder. Ich habe jetzt keinen Bock, das rauszufinden. Wir machen das einfach so. Oh, ich hasse es! Und zumindest eintreffen. WTF, wie man das hätte machen sollen? Hm. Keine Ahnung. Ich krieg euch trotzdem tot, hoffe ich. Boah, gerade so. Uiuiui. Na, dann habe ich da noch zwei weg und dann passt das schon. So. 6 von 8 sind tot. Bowser kriegt halt nur einen weg. Und versagt. Okay, das ist schade. Der schmeißt sogar den einen auf mich, der dabei stirbt. Also der wollte unbedingt. Der wollte unbedingt irgendwas erreichen, bevor er selber kackt. Das ist das schwächste Item, was ich habe, so ungefähr. 41? What? Okay, wir sind ganz schön stark geworden. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das hätte lösen sollen. Ich habe das Gefühl, die Riffen sind nochmal härter geworden. Leichenteile. Okay. Wie komme ich da hin? Leichenteil. Wow.
Idiot. Idiot. Wow. Das war nicht, was ich wollte, aber okay, nehme ich mit. Geht, lass mich da hoch. Ich checke nicht, was mir das bringt, aber okay. Hier kann ich auf jeden Fall das umbiegen. Da habe ich nichts gewonnen. Das ist ja schön. Je mehr er war alle kaputt, je freier ich mich bewegen kann, desto besser ist es. Was soll da schon schief gehen? Du hast dich ausgetrickst. Ja, habe ich. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schwer. Fand ich ungefähr alle anderen schlimmer. Manchmal geht's so schnell und manchmal stehst du da und denkst einfach nur, okay. So. So, die schnell ausgeschaltet. Dann euch hoffentlich schnell ausgeschaltet. Ich hau euch mit voller Wucht, ist egal. Oh, das war schlecht, aber es hat gereicht. Ja, und so langsam das Geld aus der Anforderung habe ich auch schon wieder zurück, also alles gut. Leichenteile! Ja, das hatte ich gesehen. Ich habe den gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr wirklich bewegen. Das ist schade. Den mache ich noch nicht fertig. Geh stattdessen nochmal... Hey, Bowser, kommst du mit? Okay, Penner. So dumm. Erstmal alles kaputt machen, dass mich keiner erwischt und ich nicht runterfalle aus Versehen. Das wäre nicht ganz scheiße. Ach du Jemine. Also basically muss ich zwei von denen in die richtige Position bringen. So richtig? Nee. Okay, ja, natürlich so. Und dann... Die sind eigentlich voll luschig und manchmal sehen so irgendwie aus, als könnte man die gar nicht lösen. Voll gemein. Bowser, du machst auch mal wieder was, falls wir die nicht killen können mit der Attacke. Ja, das ist Bowser. Die anderen mache ich da noch. Wehe, du versagst. Du kostest mich damit Geld. Das wäre sehr schade, mein Bester. Idiot. Bowser, du bist eine Pfeife und... Okay, sie opfern weiter ihre besten Freunde. Vielleicht hast du noch eine Chance, Bowser. Nein, hast du nicht. Ich vertraue dir nicht mehr. Du hast, glaube ich, eine Erfolgsquote von 33% Pfeife. Das ist traurig. Leichenteil und ein Pilz, aber der wird schwer zu kriegen sein. Okay, danke. So, okay, passt. Ach, da muss ich umhauen. Ja, natürlich. Hier gibt es aber irgendwo ein Schatzmini. Das ist ja schön. Dort muss sein. Erst alle auspacken, dann alle ausschlagen. Verpiss dich. Schatzmini. Kugel Willi, okay. Nice. Geld. Geld. Pilz. Okay, hat sich ja wenigstens gelohnt. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt 33% Schatzmini. Na, okay. Dann sind es, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, insgesamt ein paar. Tschüss, Bowser, mal wieder. Schön, dass du einfach keinen Bock auf mich hast. Sonst haben wir alles, ne, in dem Raum. Oh, der wirft sogar schräg. Scheiße, ich habe gedacht, der wirft auch nur in Bahn, aber der wirft auch schräg. Joa. Wahrscheinlich hat er das, was wir suchen. Drei Ringe zuerst. Wieder interessant. Oh, ich hab das doch mal im Ding gehabt, wie man die macht, ey. Kacke. Halt die Klappe. Moment, wie war das?
Oh, wie war das, Mann? Ich hatte das mal, wie man die löst. Oh, fuck, ey. Ich weiß es nicht mehr. Moment. Ich weiß das echt nicht mehr. Scheiße. Wie waren das? War das so, dass ich die drehen muss? Dann die richtig schaffeln kann? Nee, war's nicht. Kacke. Das ändert ja auch nichts, das spiegelt das Ding nur. Oder war es sowas, dass ich irgendwie so machen muss und dann kann ich die alle... Nee, das macht's ja nicht besser. Und gewonnen haben wir nichts. Wie war denn das? Ich wusste das mal, wie das geht. Ah, kacke, ey. Ich will nicht schon wieder auf Bowser vertrauen. Der verkackt's nicht nur wieder. Ich weiß es halt auch leider echt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke einfach, dass ich die auf die richtige Ding drehe. Und dann... Ja, basically habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ach, kacke, ey. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Übel, wie viel weniger Schaden die Dinger machen. Diese 0,5, dieser Multiplikator ist so krass. Okay, dann auch euch vielleicht. Dann hat Bowser ein einziges Viech zu killen. Weh, du versagst erneut. Danke. Oh, 112 Schaden, jawohl, Bowser. Meine Warnung hat gefruchtet, hä? Ja, war klar. Leichenteile und ein Handfragment oder sowas. Lecker. Ach so, da ist man nicht hochgekommen. Das war das eigentliche ursprüngliche Problem. Ich verstehe. Hier war das Gefühl... Hab ich hier die Schatzminis? Ja, ich glaube, ich suche nach Blöcken in Zukunft. Ich glaube, es ist sinnvoller, nach Blöcken zu suchen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Abschlusskapitel, das kann man sagen. Das ist ordentlich ein falscher Shit, du verlierst, also hast 100 Schaden, ouch. Oh ja, es kommt zu mir, das ist ja lieb von dem Ding. Dankeschön. Fahr zurück. Aha. What? Du verarschst mich doch, das war doch offen. Also jetzt war es offen. Ja, dann ist ja gut, dass es das war exakt das gleiche gewesen, aber ich kann den Unterschied klar erkennen. Klar, ergibt alles Sinn. Okay, jetzt kommen wir also hier raus. Ah, da gab es das kleine Leben. Brauche ich gerade Leben? Ne, ich brauche kein Leben. Dann leichte ich im Leben. Kleines Leben, du. Warum? Also kann ich jetzt umbiegen. Okay. Braucht man wahrscheinlich auch. Phew, das ist jetzt nicht so easy.
Hier müsste ich ja safe sein, ne? Oh, fuck. Phew. Okay. Das ist zum Glück alles relativ easy gewesen. Guck mal, wie weit wir kommen. Das ist schon nicht so einfach und... Mein Gefühl sagt mir, dass es ziemlich gefährlich werden könnte. Mario, vielleicht solltest du nochmal speichern. Okay, also ist schon mal gar nicht so easy. Das ist ja schön, ist gut zu wissen. Wollte ich gerade sagen, mein Gefühl sagt mir, dass ich jetzt hier, glaube ich, speichern will und den Part beenden möchte. Um dann auch einen weiteren aufzunehmen. Dann habe ich schon mal wieder ganze Arbeitswoche, habe ich dann mal voller Parts wieder gepackt. Bin mal gespannt, wie weit ich komme mit den Folgen, die ich hier noch gefordert habe, bevor es halt dann endgültig abläuft. Keine Ahnung. Wie gesagt, mein Plan wäre es jetzt in dieser Aufnahme, also heute Sonntag, in dieser Aufnahme von Montag werde ich nochmal aufnehmen und dann halt Dienstag gucken, ob ich noch überhaupt irgendwas zum Aufnehmen habe. Mein Plan ist es, dass ich bis Dienstag halt dann wirklich so weit komme wie möglich, so viele Parts mache wie möglich. Vielleicht kriege ich ein anderes Spiel noch raus, das ich aufnehmen kann, falls das hier dann doch zu lang wird. Dann fängt schon mal das andere Projekt an und das hier schließen wir halt ab, sobald ich wieder streamen kann in 3 Wochen oder so. Ja, keine Ahnung. Wir speichern erstmal und ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Paper Mario The Origami King. Bis dahin, Servus!